wie er an jeder Ecke hängen bleibt. Seht ihr das die ganze Zeit? Das sieht man, oder? Wie er an jeder Ecke hängen bleibt. Du kannst nicht da durchrennen. Oh, das regt mich voll auf, ey. Ich kämpfe hier um mein scheiß Leben und er bleibt da immer so... Ach, komm. Scheiß drauf. Nicht aufregen hier. Oh, shit, shit, shit. Das lässt du schon sein, ey. Muss ich da rüber springen? Ich glaube, ich muss da rüber springen. Geh in Deckung. Okay, die Salve noch abwarten. Okay, 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 und jetzt rennen. Oh Leute! Hilfe! Sie hatten Ihre Chance, Rag. Bitte, retten Sie mich. Ich sage alles. Ich sage, für wen ich arbeite. Zu spät. Ich weiß es schon. Das Unternehmen hat letztes Jahr 8,4 Millionen Euro umgesetzt. Der Besitzer, ein britischer Industrieller namens Simon Porter, hat eine neue Solaranlagentechnologie entwickelt. Sie basiert auf neuartigen Monokristallplatten mit Kupfer-Indium-Diselenid. Die Stromkosten fallen auf unter einen Euro pro Kilowattstunde. Hm, interessant. Wissen wir schon, ob es für diese Technologie einen Markt gibt? Unsere Kontakte in Nordkorea haben bereits ihre Finanzierung zugesagt. Und Mr. Porter... Lebt er in London? Ja, aber das Verteidigungsministerium hat auch bereits Interesse an dem Unternehmen bekundet, womit der MI6 ins Spiel kommen könnte, wenn Porter unser nächstes Ziel ist. Danke für die Warnung, aber ich denke, der MI6 sollte kein Problem mehr sein. Ja, das hier ist für Sie. Danke. Also, dann ist er unser nächstes Ziel. Was ist denn? Stimmt was nicht? Nein, nichts. Ich muss gehen. Das Meeting ist vertagt.
ja, Nicole, wir wissen es. Und jetzt jagen wir dich, Ich wurde gezwungen, ich konnte nichts dafür. Bitte, James, nimm mich ganz hart. Nein, nein. Sie hatte ihre Chance, oder, Leute? Was meint ihr? Sie hatte ihre Chance. Oh ja. Yeah. Jetzt holen wir sie. Vorsichtig, vorsichtig. Schöne Lack. Ich hätte auch längst lang fahren können. Ey, die fährt richtig heftig. Ist unrealistisch. Ist eine Frau. Scheiß Macho. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Aber die machen wir jetzt weg. Die machen wir gleich weg. So, Kontrollpunkt erreicht. Falls ich jetzt wieder Scheiße baue, als dummer Macho-Typ, da siehst du, da, das passiert halt. Weißt du, das passiert direkt. Das war so klar. Es lag auf der Hand. Reißt er sein dummes Maul auf und kriegt direkt die gerechte Strafe, ja. So sieht es nämlich aus. Sind hier voll die Need for Speed Hügelstrecken, ja. Ich krieg auch immer wieder, wenn ich hier die ganze Zeit so die Autosequenzen zocke, immer mehr Bock auf ein geiles Rennspiel mal wieder. Ne? Auch wenn ich es nicht kann, natürlich, ist ja klar, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich explodiere gleich. Fuck. Aber wir haben schon einen Kontrollpunkt nach dem anderen erreicht. Ich muss sie doch mal langsam haben hier. Ich fahre mich gleich zu Schrott. James. Oh shit, was war das denn jetzt? Fuck, Alter, bin ich abgehoben. Woo, ich kann fliegen. Oh Gott, so viel zum Thema, ja. Bin so scheiße, Mann. Aber ich bin richtig geil abgehoben, oder? Jetzt mal vielleicht mal ein bisschen bremsen und zack, nehme ich direkt die nächste Karamell. Alter, wie schlecht bin ich eigentlich? Mann! Burno, takedown! Ja. Es ist, Leute, wie schlecht bin ich eigentlich? Oh Gott, um Gottes Willen. Um Gottes Willen bin ich scheiße.
Guck mal, ich hämmer da voll rein in egal. Es klang jetzt ein bisschen falsch, aber du bist schon, was ich meine. Stirb! Stirb, du Schlampe! Guckt euch das mal an, ey. Was soll ich denn? Jetzt haben wir es geschafft. Nicole, halt! Keine Bewegung. Hallo, James. Nett, dass wir uns wieder treffen. Die Waffe runter und weg vom Gelände. Nicole, die Waffe weg! Sonst? Erschießen Sie mich? Lebendig wären Sie mir lieber, aber das macht keinen Unterschied. Seit wann wissen Sie es? Das ist unwichtig. Ich will wissen, warum. Warum haben Sie das getan? Es gab einen Mann. Einen reichen, mächtigen Mann. Für ihn hätte ich alles getan. Er bat mich um Hilfe. Zuerst war es harmlos. Und dann? Und ich wollte mich beweisen, indem ich Pomorows Operation zerstörte. Sie haben es aus Liebe getan? Nein. Sie sollten das doch verstehen. Ich wollte nicht alleine alt werden und arm. Wer? Wer ist es? Das macht keinen Unterschied. Ich will einen Namen. Sie verstehen nicht. Er ist überall. Mehr Macht als Sie. Mehr als der MI6, mehr als irgendjemand sonst. Und gerade sieht er uns zu. Das ist das Ende. Nicole, runter! Auf den Boden! Bond? Sind Sie da? Bitte melden. Hallo? Ja, ich bin hier. Wir haben uns Sorgen gemacht, 007. Was ist los? Alles okay, M. Aber ich glaube, Sie brauchen einen neuen Kontakt in Monaco. Wenn Sie mich brauchen, Sie wissen, wo ich bin. Und Ende. Na gut, die Musik muss ich auf jeden Fall rausschneiden, die ist auf jeden Fall bestimmt GEMA geschützt. Ja, James Bond will return, leider nicht von Bizarre Creations, haben wir ja schon festgestellt, aber 007 Legends habe ich ja schon gemacht als Let's Play, das war ja dann auch wieder eher ein Ego-Shooter, der war eigentlich ganz okay, der war eigentlich ganz gut, wirklich, ja. Was gab's denn noch als Spiel? Ich glaube noch Quantum Trost, da gab's auch nochmal einen Ego-Shooter. Naja. Leute, das war's mit dem Let's Play zu James Bond 007 Bloodstone. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Es lief ja am Anfang ein richtig gutes Projekt und dann ist es übel abgeflacht. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit YouTube zusammen, weil YouTube läuft ja mal wieder nicht. Aber an die Leute, die bis hierhin dran geblieben sind, die das auch immer wieder unterstützt haben, mit einem Kommentar, auch mit einer Bewertung vor allen Dingen, an die möchte ich nochmal ein großes Dankeschön richten, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, anscheinend ja schon, und ansonsten war es das jetzt erstmal mit, was heißt erstmal, das war's mit James Bond, und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ich habe es ja nicht ohne Grund nochmal ausgesucht als Let's Play, weil ich find es geil, man kann es auf jeden Fall mal durchzocken, hat dabei seinen Spaß, und wie gesagt, die Abwechslung von den Schauplätzen stimmt, ja, ich meine, die KI ist wirklich saudämlich, dumm wie Scheiße, aber wenn sie dich treffen, bist du fast vor tot. Die Balance stimmt eigentlich überhaupt nicht. Und hier sind nochmal die Bond-Babys, die während der Produktion, die haben ja gerammelt wie die Kanickel. Was ist da denn los? Okay. ja, wie gesagt, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn's der Fall ist, würde ich mich sehr freuen über ein letztes Mal Feedback zu diesem Projekt. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare und lasst zum Abschluss doch gerne nochmal eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.